Willkommen zurück zu The Witch's House. Weiter geht's nun. Das letzte Mal haben wir denn alles gemacht, was... gläserne Schuhe. Wir wollten ja da durchrennen, hat aber nicht ganz funktioniert. Mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Ach ja, genau, ich muss mich ja trotz allem natürlich beeilen. Vielleicht kann ich die Dinger jetzt schon anziehen. Nein, muss ich wieder direkt davor sein, ne? Irgendwie so war das so ungefähr. Nein. Wieso? Irgendwas passt nicht. Da habe ich Kristalle ermöglicht, Bewegung. Oder muss ich sie gar nicht anziehen? Vielleicht sind sie automatisch drinne. Das könnte sein. Der Boden ist vergiftet durch quer die farblosen Schuhen. Okay, jetzt nochmal mit, ne? Schnelligkeit. Ja, es geht, okay. Habe ich das letzte Mal schon wieder verdrängt und schon wieder laufe ich nicht gerade optimal. Ja, du mich auch. Aber diesmal haben wir es geschafft. Sehr schön. Ah, da ist ja auch die Zeit. Ach, ich hätte gedacht, hier kriege ich einen Ruhemoment. Von wegen. Das ist aber dann ein Problem. Ganz ehrlich, was soll ich denn machen, wenn... Ich dachte, der Counter bleibt da mal stehen oder sowas. Nach der... Okay. Also sie ist auch nicht wirklich gerannt, ne? Obwohl ich... Jetzt rennt sie wieder und da in dem Gift rennt sie... Ärgerlicherweise nicht. Ich muss da drin noch irgendwas machen. Aber dafür bleibt doch gar keine Zeit. Da hinten ist was Seltsames, aber das erreiche ich nicht in der Zeit. Oh, was haben sie sich dabei wieder gedacht? Geht ja gut los. Wahrscheinlich sehen wir jetzt 20 Minuten nichts anderes. Und ich habe einen Frosch im Hals. Wahrscheinlich der gleiche, den Viola getötet hat. Nein, Spaß. Ich gehe mal weiter geradeaus. Vielleicht ist das rechts auch einfach nur ein Fehler. Aber... Die gläsernen Schuhe sind zerbrochen. Schnell. Oh, tatsächlich, das war nur eine Veräppelung. Miau. Was würdest du sagen? Ist dein Freund? Ja, du vielleicht, Katze? Ach Mensch, ich liebe das Spiel. Moment, bevor wir Tagebuch lesen, gucke ich jetzt erst nochmal hier. Wie sieht denn das jetzt aus? Okay, es ist kein Gift mehr. Wir können uns in Ruhe hier umschauen. Prima. Die Flammen der Kerzen flackern eigenartig. Liegt da jetzt noch die tote eine? Nein, die sollte mir nur einmal Angst machen. Jetzt kann ich auch wieder durchrennen. Lustigerweise. Okay. Was haben wir hier? Eine verstaubte alte Kommode, sie ist leer. Sieht aus wie Wasser jetzt, ne? Eine leicht violette Flüssigkeit fließt herunter. Sie scheint ungefährlich zu sein. Ja, gut. Ist gut, sagen Sie mal das Gleiche. Was ist das? Eine kopflose Puppe. Stimmt, jetzt erkenne ich's. Wir heben es mal auf. Kopflose Puppe! Okay, die machen nichts, die machen nichts, die machen nichts, die machen nichts, die machen nichts. Ach Gott, jetzt sind die überall, ey. Ist ja ekelhaft. Aber zum Glück nicht hier. So, jetzt lesen wir Tagebuch. Ich hab sie nicht. Weil sie mich vor meiner Krankheit bewahrt hat. Deswegen ist sie jetzt mein Freund. Von der Krankheit bewahrt? Na gut. Mal abwarten. Es geht weiter. Und hier habe ich ein ungutes Gefühl. Ist bestimmt nicht ohne Grund dunkel. Beschriftet mit... Einige der Buchstaben sind zu stark verwischt. Desinfektionsmittel und Verbandsmaterial. Beschriftet mit... Nausel? Einige der Buchstaben sind zu stark verwischt. Große Mengen verschiedener Knochen in Gläsern. Große Mengen Fleisch in Gläsern abgefüllt. Desinfektionsmittel und Verbandsmaterial. Ein dunkles Glasfenster. Da ist ein kleines Fläschchen im Regal. Wir nehmen's. Ein süßes kleines Fläschchen erhalten. Aha. Das werden wir jetzt aber nicht trinken, oder? Süßes kleines Fläschchen. Eine Medizin, die die Rosen der Hexe verwelken lässt.
Oh, interessante Info. Eine Medizin, die Rosen der Hexen verwenden. Ja, schön. Okay, sie kommt auch nicht auf die Idee, das zu trinken. Hier eine Puppe mit violettem Kleid. Sie hat keinen Kopf. Okay. Oh! Oh Gott, hör doch auf damit. Oh, was ist denn das? Ein Puppenkopf liegt am... Ja, ich habe mir gerade deinen restlichen Teil angeguckt und so. Puppenkopf. Oh! Oh! Was war das denn? Und warum? Okay. Wir haben ja echt gespeichert, nicht wahr? Habe ich die Puppe schon gespeichert? Ne, die habe ich noch nicht gespeichert. Wisst ihr was? Ich lasse mal die Puppe liegen. Und guck mir jetzt nochmal an, ob das dann auch nochmal passiert. Wir gehen gleich mal da rüber, wo das Fläschchen war. Ja, wir nehmen das. So. Ja, das passiert anscheinend immer, alles klar. Aber ich weiß jetzt nicht. Die Glasmalerei ist zersprungen. Draußen ist es stockdunkel. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt wirklich nehmen soll. Hoch oben an der Wand hängt eine Uhr. Beschriftet mit Hämo. Einige der Buchstaben sind zu stark verwischt. Beschriftet mit Schlaftabletten, Beruhigungsmittel. Ein dunkles Glasfenster. Beschriftet mit Augentropfen. Beschriftet mit Augentropfen. Oh, Augen! Wie gut. Passiert das immer? Augentropfen? Nein. Also diese Ideen teilweise, das waren die Dinger, die mich angegriffen haben. Das, ich dachte mir ja schon, das sieht ja aus wie Augen. Wie riesengroße Augen. Und sie waren es wohl wirklich. Augentropfen. Tropfen. Kopfschmerztabletten. Kopfschmerztabletten, ja. Sonst ist hier nichts. Also kein Weiterkommen, keine Tür oder so. Scheint so. Na gut, dann gehe ich jetzt erstmal speichern. Und dann probieren wir nochmal den Augen zu entkommen. Wartet mal, ich muss fürs Protokoll auch das hier nochmal lesen. So. Hallo Katze. Wir haben ein Problem, Katze. Unechte Rosen, dann bringt es ja auch nichts. Das Fläschchen daran zu benutzen. Unechte Rosen können nicht verwelken. Ja, ich probier's jetzt halt nochmal, ne? Ich weiß halt gar nicht, wie ich jetzt rennen soll am besten. So. Ah, es könnte funktionieren. Wenn ich jetzt nicht hier Pac-Man-Style einen Fehler gemacht hätte. Ah, Mann, muss da mal runter oder so. Nein, so nicht. Okay, das ist nicht so einfach. Aber es geht. Hoffe ich. Das ist voll unheimlich. Das ist unheimlich gemacht. Also los. Also, nach oben zu rennen war schon mal Gold richtig, aber... Nee, nach links und dann oben. Los geht's. Lololololo. Jetzt! Oh, wow. So rot war es eben aber noch nicht, oder? Nein, Speicherkatze, ich hätte dich jetzt echt gebraucht. Oh, shit. Künstliche Rosen. Unechte Rosen. Shit, Leute, ich glaube, ich habe das Fläschchen nicht mitgenommen. Ah, doch. Das habe ich gespeichert, okay. Oh mein Gott, auf dem Baumstumpf liegen einige Fellreste. Nein, was habt ihr getan? Steht da jetzt was anderes drin? Nein. Okay, wir müssen ja jetzt erstmal zurück. Wir haben ja das andere Puppendings noch nicht geholt. Eine verstaubte alte. Ja, sie ist leer. So, anstatt jetzt das Ding mitzunehmen, werde ich gleich mal versuchen, den Kopf draufzusetzen. Nein, wir heben das nicht auf. Moment. Nee, sie macht's nicht, schade. Okay, dann muss ich es halt wieder nehmen. Die bösen Kakerlaken kommen wieder. Ja. Widerlich. Widerlich. So, ich probiere mal was. Kann ich euch jetzt miteinander verbinden irgendwie? Ihre künstlichen Augen starren dich an. Mit dem Körper verbinden. Eine Puppe erhalten. So, jetzt habe ich eine Puppe. Eine Puppe mit violettem Kleid aus dem Kopf
aus dem Kopf und dem Körper zusammengesetzt. Schick. Ja. Weiß jetzt nur noch nicht so genau, was mir das bringt. Vielleicht sollte ich die Puppe da hinsetzen. Das macht zwar keinen Sinn. Und deswegen geht's auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich da nochmal da vor soll. Oh nee. Was haben die Augen nur gegen mich? Ich gehe mal weiter zurück. Vielleicht war da ja noch was. Zum Beispiel der Baum. Der Baum hat mir bisher noch nie was gebracht. So. Und außerdem würde ich gern speichern. Oh nein, das ist jetzt überall so. Ja. Die Speicherkatze, sie lebt noch. Ein Glück. So, okay. Baum, was hier passiert? Der Baum hat sich rot gefärbt. Und deswegen redet er anscheinend nicht mehr mit mir. Tja. Mehrere unechte Rosen. Wie bizarr. Was ist das jetzt für ein Geräusch? Was ist mit den Blumen passiert? Die gelben Blumen liegen zerstückelt da. Wer war das? Blumenmörder. Was ist das für ein Geräusch? Da ist keine, doch. Das Geräusch macht mich ziemlich nervös. Hier hört's mal auf, das ist schön. Und da ist es wieder. Was macht denn die Uhr da? Was ist das? Nein, das fassen wir nicht an. Schmeckt's? Eine pflanzenfressende Uhr, ich werd verrückt. Was es nicht alles gibt, öffnet sich nicht. Vielleicht muss ich sie aber berühren. Vielleicht passiert ja jetzt was anderes. Ich gehe jetzt mal mich weiter umgucken. Das scheint ja jetzt überall ein bisschen anders zu sein. Ja, durchaus. Also so sah die Tür auch noch nicht aus. Mutter wollte mich loswerden. Okay. Vater hat mich nie bemerkt. Ja, ich hab's kapiert. Du hast eine furchtbare Kindheit. Oh Gott, ist das creepy, ey. Die roten Gewächse hängen an der Decke. Wer war das jetzt? Es ist grausig, unheimlich schön. Ich mag das Spiel. Also jetzt ist hier überall... Jetzt bricht hier überall der Terror aus, oder? Oh Mann, also hör doch mal auf mit... Also, oh. Okay, da gehen wir vielleicht nicht nochmal hin. Andererseits, ich hätte vielleicht nach unten rennen können. Ist da was? Wir haben ja eh nichts erreicht. Wir können ja nochmal schnell gucken gehen. Oh, wie die mich immer kriegen, ne? Mit den Schockern da. Und jetzt runter, jetzt runter. Nee, geht nicht, okay. Das geht nicht. Also da soll ich nicht hin. Da soll ich nicht hin. Aber ich könnte den anderen Weg noch ausprobieren. Der war hier. Ja, das Wasser färbte sich rot. Und die Quaulquappen sind tot. Buch mit dem Titel Gesprächische Pflanzen. So gesprächig sind die gar nicht mehr. Was ist eigentlich mit meinem Tee? Eine leere Tasse werden die jetzt getrunken. Das alles sind ja unechte Rosen, ne? Ja, also bringt mir mein Fläschchen nix. Bringt mir mal gar nichts. Ja, schön. Beziehungsweise unheimlich schön. Wir gehen mal noch weiter zurück. Mal gucken, ob sich's weiter hinten auch noch verändert hat. Ach, ja, Mensch. Da hätte ich aber auch drauf kommen können. Peinlich. Normalerweise muss man nie so weit zurücklaufen. Deswegen dachte ich da gar nicht dran. Du hast die Puppe auf das Podest gesetzt. Was willst du mir zeigen? Da ist ein Loch. Absteigen. Wirklich? Absteigen. Was soll ich sonst machen? Okay, es ist stockfinster. Das gefällt mir nicht. Rechts und links geht nicht. Ich habe schon mal die Renntaste im Visier und vielleicht drücke ich gleich nach unten. Wenn irgendwas passiert. Da ist was. Blut. Oder? Schade, sie sagt dazu nichts. Eine Blutspur, eventuell.
Und hier haben wir eine Tür. Komm in mein Zimmer. Oh mein Gott. Das wird doch nicht schon hier das Finale sein. Eine Vase mit Rosen. Das sieht ja jetzt fast wunderschön hier aus. Fast zu schön, um wahr zu sein. Eine Vase mit Rosen. Nicht unechten Rosen diesmal. Gut, ich hab's, also probier's mal, ne? Geht nicht. Die Rosen der Hexen verwelken, das duftet süß. Ich habe auch keinen Grund, die Rosen zu verwelken zu lassen, eigentlich. A large window, it's completely white outside. Naja, da hat man halt mal was übersehen zu übersetzen, ist ja nicht schlimm. Oh ja, okay, was kommt denn da? Was liegt denn da? Die Katze, nein, sag mir nicht, dass du tot bist. Bitte. Oh. Oh nee, hopp. Das ist eklig. Ah, Viola! Der Sound. Ich muss leider noch mal drüber latschen. Okay. Tür öffnen. Mein Gott, Leute. Liegt sie da in diesem kaputten Bett da? Nein, sie liegt nicht dort. Sie ist nicht in ihrem Bett. Ein blutverschmiertes Bett. Ein Glas liegt auf dem Boden. Ein umgeworfener Stuhl. Hier ist wieder das Tagebuch. Das hebe ich mir mal für den Schluss auf. Ein Spiegel ist zu sehr beschlagen, um etwas darin erkennen zu können. Gefüllt mit Büchern über Zauberei. Zauberei. Eine Vase mit Rosen. Ein leerer Kleiderständer. Gefüllt mit Schleifen und Schmuck. Gefüllt mit Schleifen und Schmuck. Okay. Jetzt. Prall gefüllt mit süßen Kleidern. Jetzt werden wir den wahrscheinlich letzten Tagebucheintrag der Hexe lesen. Ich bitte darum. Die Krankheit war dabei, mich umzubringen. Also habe ich mir ihren Körper genommen. Ich habe in ihrem Körper weitergelebt. Das ist in Ordnung, stimmt's? Denn wir sind doch schließlich Freunde. Sie gab mir ihren Körper, denn wir sind Freunde. Also sollten wir heute wieder zusammenspielen. Nicht wahr, Viola? Okay. Wow, ich darf speichern, okay. Darf ich wegrennen? Ja. Wow, ist das eklig. Ah! Oh shit, oh shit, oh shit. Ah, ich will nicht hängen bleiben. Ich will hier weg. Ah! Wow, scheiße, habe ich gerade eine Gänsehaut. Nein, ich bin falsch geklatscht. Wow. Okay, cool. Also, das ist ja mal stark inszeniert. Wow. Ja, interessant. Die war so krank, hat dann den Körper von Viola sie an sich gerissen. Und jetzt will sie den anderen Körper, oder ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hammer krass. ja, Zimmer der Hexe. Es war nett, dass ich da nochmal speichern durfte. Oh, super, jetzt hänge ich hier schon fest. Geht aber noch. Ich frage mich ja, ob ich. Ja, Mist. Ah, das ist so blöd, dieses Rumhängen. Komm, ich darf da nicht immer hängen bleiben. Stell dir mal vor, ich hätte jetzt wieder meine Renntaste nicht so wie einst. Oh! Runter. Wir sind eigentlich gleich. Oh, wie gemein! Gleich draußen? Na, aber so nicht. Okay, wir drehen eine extra Runde. Lololo. Oh, die kürzt ab, die Kuh. Nein! Oh! Mann, Mann, Mann. Ah, sie ist noch hinter mir. Gut. Jetzt schaffe ich es. Wow. Raus hier. Das ist doch die Ausgangstür. Es ist aber noch nicht unbedingt geschafft, deswegen raus. Ja, Speicherkatze ist ja leider tot.
Ich weiß nicht, ich könnte mich jeden Moment wieder verfolgen, ne? Bin noch sehr angespannt. Oh Mann, da liegt was. Brief erhalten. Schauen wir uns mal an. Der verloren gegangene erste Teil des Briefs. Ah, okay. Lesen. Liebe Viola, es tut mir leid, dich gestern angeschrien zu haben. Man erzählt sich eine Legende, dass eine Hexe hier im Wald leben und verirrte Kinder entführen würde. Deine Freundin wohnt ziemlich in der Nähe des Waldes, also habe ich mir Sorgen um dich gemacht. Deine Freundin hieß Ellen, oder? Ach so. Es ist in Ordnung, wenn du sie besuchen willst. Bleib einfach vom Wald weg. Ich hoffe, du bist bald wieder zu Hause. Ellen. Ja, Ellen, die Hexe allerdings. Beziehungsweise die Hexe in Ellens Körper. Und jetzt will sie den von Viola, so oder so ähnlich habe ich das jetzt interpretiert. Aha. Jetzt wissen wir auch, wofür wir das kleine Fläschchen benötigen. Du hast den Inhalt des kleinen Fläschchens über die Rosen gegossen. Ist damit der Albtraum vorbei? Renntaste. Ich wette, die kommt nochmal angekrochen. Viola? Da bist du ja, Viola. Geht es dir gut? Hast du dir wehgetan? Oh, ich bin erleichtert. Du warst nicht rechtzeitig zu Hause, also habe ich den ganzen Wald nach dir abgesucht. Ich bin einfach nur froh, dass es dir gut geht. Lass uns nach Hause gehen, aus diesem Regen hier raus. Oh shit. Was zum... Wir sollten rennen, Vater. Zurück, Viola! Ich glaube, ich verstehe jetzt. Aber mal gucken, ob noch was kommt. Na, okay, da kommt... wohl nichts mehr. Ja, jetzt nochmal so drüber nachgedacht. Also ist nur eine Theorie natürlich, wie schon gesagt, das ist ja, ne, kann man interpretieren, wie man möchte. Aber das ist halt, ja, ihr habt ja die Geschichte von Ellen gehört, beziehungsweise von der Hexe, und die hat anscheinend mit Viola den Körper getauscht, deswegen kam dieses halbtote Wesen dann auch auf, ne, den Papa zu und rief sowas wie Vater, aber er erkannte sie natürlich nicht. Und Viola vermutlich jetzt die Hexe, wann genau das jetzt, wie das genau passiert ist, bin ich mir nicht sicher. Wie lange das... Hey, da war die Katze. Aber auf jeden Fall, so in der Art wird es wohl sein. Wie schon im letzten Tagebucheintrag ja eindeutig herausging, die haben mal die Körper getauscht. Und Violas Geist in diesem kaputten Etwas gefangen.
Ganz schön heftig eigentlich, wenn man sich das überlegt. Und der Vater bolzt voll auf so drauf. Er hatte ja keine Ahnung. Ja. Und ich hatte keine Ahnung, wie gut das Spiel ist. Leider auch verdammt kurz, muss ich sagen. Also eins der kürzesten, die wir jetzt jemals gemacht haben. Aber dafür richtig, richtig gut. Also The Witch's House, Top-Sache. Es gab so schöne, viele kleine Schocker und Rätselchen und Überraschungen, was weiß ich nicht alles. Das hat mir von Anfang an richtig gut gefallen. Es freut mich, dass es auch bei euch so gut ankam. The Witch's House, ein ganz tolles Spiel. Ja, danke für all euer Interesse, für eure Kommentare. Diesmal war es ja auch hier auf dem Retro-Kanal ein bisschen übersichtlicher. Da kann ich euch alle mal wieder namentlich grüßen, anstatt schriftlich. Da wäre zum Beispiel der Blitzball-Freak gewesen. Der Gary hatte Spaß mit dem Spiel. Kurogone no Shiro hat immer unter jedem Part eine interessante Erzählung bzw. Geschichte dazu geschrieben. Ich weiß nicht, ob du das selbst geschrieben hast oder ob es eine Fanfic davon gibt. Auf jeden Fall sehr schön geschrieben, sehr interessant. Das kann man sich ruhig mal durchlesen, was er da unter jedem Teil gepostet hat, unter jedem Part. Das werde ich mir dann auch nochmal mit Interesse durchlesen, ob man da vielleicht noch ein bisschen mehr heraushört und ob die Theorie vielleicht auch bestätigt wird, die ich hatte. Ja, sehr schön auf jeden Fall, danke dafür. Danke natürlich auch an die anderen Kommentarschreiber, zum Beispiel der Streuner. Der Jojo war natürlich dabei, genauso wie Max Schlitzer. Der Marcel Moos ist dabei gewesen. Wikipedia, der Nobody. Lord Raiden, Laris, Bumm. Moment, ich guck mal eben nach, ob ich. Ah, auf meiner Liste steht. Doch, die Gigi Drula ist noch dabei. Ja, und viele, viele mehr. Danke dafür. Das war's. Leider Gottes schon. Es gibt jetzt natürlich kein weiteres Horrorprojekt jetzt im Anschluss, sondern die drei regulären Projekte werden ab morgen wieder losgehen. Aber wenn ihr noch irgendeinen Tipp für mich habt, irgendein schönes Horror-RPG-Maker-Spielchen, so lasst es mir einfach zukommen. Sagt mir Bescheid, ich werde schauen, ob ich es auffinden kann. Und demnächst dann vielleicht, ja, wer weiß, beginne ich mal wieder sowas. Ich meine, so für zwischendurch, ne, ist schnell gespielt, macht Laune. Ich fand's toll, The Witch's House. Ein tolles Spiel. Aber gut, geschafft ist es. Danke fürs Einschalten, macht's gut. Viel Spaß mit den regulären Projekten, die nun wiederkommen werden. Bis dahin, euer John McCloud.